ja, jetzt haben wir eine Drechselbank und zwar, wir machen jetzt eine Schüssel. Das Ganze muss jetzt eingespannt werden und zwar haben wir hier schon mal vorbereitet, wiederum ein schönes Sirmholz mit ungefähr 7 cm dick. Da wird jetzt der Vorspann, also alles eingespannt schön. So, richtig fest. Dann stellen wir das Eisen ein, praktisch. Jetzt müssen wir es zuerst abrunden. So, wird alles schön eingestellt. Schauen, dass es nicht... Jetzt werden ein paar Späne fliegen hier. So, dann nehmen wir das Drechselmesser, eine Hohlröhre heißt man das. Geil. Schaut, dass es schön scharf ist. Und dann werden wir jetzt das Teil schön rund drechseln, zum ersten Mal. Wir nehmen jetzt hier noch einen schönen Teil ab, machen die Rundung. Man kann es rund machen oder eckig machen, wie man will. Heute werden wir es so ein bisschen so schön schüsselartig machen, deswegen ist es so ein bisschen rund. Man fängt mit einem groben Schmirgelpapier an und arbeitet sich dann durch bis zum feinen Schmirgelpapier. Das 400er, das ist ganz das Feine. Da wird es wie ein Kinderpopo. Richtig schön glatt. Wie Zirbenholz. Ja. Schauen wir es uns mal an. Seht ihr? Schau, schön. Schau mal. Jetzt wird die Schüssel ausgespannt. Wird hier runtergeschraubt. Wieder einspannen. Ja, und das fällt hauptsächlich in die Frauen dann auch. Ne? Die wollen nur immer drechseln. Ja, ein guter Zentimeter. Nehmen wir noch einen halben Zentimeter, können wir noch abnehmen. Und jetzt machen wir noch einen Feinschliff zum Schluss. Ne? Jetzt wird es hinten noch abgehobelt und dann ist es fertig. Schön, gell? So, und jetzt haben wir die Zirbenschüssel fertig. Schön glatt, wunderschön gemacht. Zum Schluss nimmt man noch die Zirbenspäne her. Braucht man auch nicht wegschmeißen. Tut sie schön in die Schale hinein. Und jetzt kann man es schön in einen Raum stellen. Oder ins Zimmer stellen. Und da hat man schöne Duftnote aus Zirbenholz. So sieht es aus. Perfekt. Cool, oder?